Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Stray auf der PlayStation 5. Vorne an der Stelle Dankeschön an alle, die das letzte Video unterstützt haben. Wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt, lasst gerne eine Bewertung da, auch gerne einen Kommentar. Und ansonsten auch gerne beim Gewinnspiel von meinem Partner mitmachen. Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch. Clementine! Ja, das muss ich glaube ich nicht übersetzen, das kann nur peinlich werden, wie man gerade gehört hat. Oh. Blazer. Wer hätte das gedacht? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer, nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Oh, sollen es Tränen sein oder was? Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Hier habt ihr sie. Alter! Haben die Katze getötet? Das ist doch ein Krimineller, das war doch sofort zu sehen mit seiner Goldkette. Alcatraz? Oh mein Gott, Alter! Die Wortspiele? Ey, nicht schlecht, nicht schlecht. Alter, wir sind wirklich eingesperrt. Aus hier! Lass mich frei! Ist es denn schlau, links nach rechts zu gehen oder vorne hin? Nein, doch, okay. Nein, B12! B12! Du bist mein bester und einziger Freund. Da oben wahrscheinlich, wa? Ich habe einen richtigen Frosch im Hals. Tut mir leid, ey. Mein Gott, nervt das. Können wir da hoch schon? Ne? Oder brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Anschwung? Gefängnis. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. So vielleicht? Alter, es tut mir voll leid, wa? Scheiß Frog in the Halls. Aber ich frage mich immer noch, was es mit diesen Augen auf sich hat, wa? Das muss ja irgendwie so ein... Weiß nicht. Oh, Alter, was machen die mit denen? Die Schweine, Mann. Vor allem, von wem wird das kontrolliert? Weißt du, irgendjemand muss den Robotern doch bestimmte Befehle geben. Oder meinte, die haben. Oder die sind wirklich einfach nur böse. Weißt du, dass einfach wirklich eine böse Fraktion gibt? Diese Neko-Korp? Oder ob das von irgendjemandem noch geleitet wird extra, weißt du? Vielleicht sogar irgendein Mensch noch. Heimlich. Oder so. Drehst du dich weg oder bleibst du so? Der bleibt so, wa? Dann müssen wir wahrscheinlich hier runter. Ja, hier einmal runter. Runter, Kätzchen, kleines Kätzchen. Schnell rein! Was ist Helge? So schlau sind sie denn doch nicht, wa? Dass sie dann nochmal gucken kommen. Kamera? Kamera? Ja, jetzt verstehen wir die ja gar nicht mehr, wa? Cool ist, dass ich die ganze Zeit miauen kann. Ja. Aber ich verstehe trotzdem immer noch nicht ganz genau, warum wir, auch wenn wir B12 dabei haben, warum verstehen wir denn B12? Warum verstehen wir denn den Roboter, weißt du? Also warum versteht B12 uns und wir anders herum, weißt du?
Aber wir die anderen nicht. Das ist irgendwie ganz komisch. Warte mal. Kann ich da durch? Alter, das ist das Gefängnis von Lazarus, sag ich schon. Von Uncharted 4 am Anfang. Gute Katze, gute Katze. Was ist denn da oben los? Hä? Ist das ein Grafikbug? Ja, ist ein Grafikbug. Okay, ich dachte schon. Da auch. Oder soll es... Ist das ein Grafikbug oder ist es eher so... So ein Bildschirm, wisst ihr? Der so den Himmel darstellen soll. Mein Gott, ich bin schon wieder... fünf, sechs Minuten im Video drin und schon wieder vollkommen am Ende mit der Sprache. Unfassbar. Ja, ich verstehe kein Wort. Keine Ahnung, was du von mir willst. Wahrscheinlich irgendwas, wir müssen aufpassen, ja, das ist klar. Hm. Irgendwie erinnert mich B12 die ganze Zeit an dieses Fernglas aus Toy Story vom Design. Wenn ihr den Film gesehen habt. So ein bisschen. Irgendwie muss ich zumindest gerade dran denken. Ne? Komm mit, komm mit, komm mit. Wir müssen ihn retten. Komm mit. Ah, aua. Wie sie mich platt getreten hat. Okay, juhu! Wow, Alter, war das knapp! Ist die Frage jetzt hier rüber, oder? Na, ich glaube, hier warten, bis er vorbei ist. Ja, und jetzt hier lang. Geh weg, geh weg, geh weg! Was passiert da? Ja, die verstehen gar nichts, nämlich. Okay, jetzt müssen wir B12 aber wirklich rennen, ne? Freunde, wir müssen ihn retten! Oh, ich war im Schein, aber er sieht mich trotzdem nicht. Ich muss da durch das Fenster.
Gott! Das war knapp, das war knapp. Endlich! Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder im Computersystem meines Bosses gefangen wäre. Ganz allein. Aber du bist wegen mir zurückgekommen. Ich kann es einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Ich bin so froh, dass wir alle wieder zusammen sind. Aber noch sind wir nicht sicher. Gut, ist sie gerade an uns vorbeigeflogen, die Drohne? Ja. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Kannst du die Tür dort öffnen? Welche Tür jetzt? Achso, die hier. Ja, ja, ja. Oder die hier. Achso, Freunde, übrigens an der Stelle danke mal für die ganzen, oder an die Leute, die hier und da mal was mit einem Timecode in den Kommentaren geschrieben haben, wenn ich mal irgendwas übersehen habe. Das passiert halt, ey, wie gesagt, es passiert halt immer, dass ich mal irgendwie so einen Hinweis oder sowas übersehe. Das mache ich jetzt nicht extra oder so. Das passiert halt, ja. Was soll man machen? Was soll man machen? Ne? So, was will er denn von mir? Müssen wir kurz mit dem labern? Ne, geht nicht, geht gar nicht. Müssen da durch, ja? Wahrscheinlich müssen wir da durch und den Hebel hier betätigen, aber wie und wo? Na los! Kriminelle Energie! Das ist doch schön. Diese Wächer versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zellen zu locken und sie dort einzusperren. Kann ich das, ja? Die Zelle da hinten? Siehst du den Typen da drüben auf dem Boden? Er wurde neu gebootet. Ich will mein Gedächtnis nicht verlieren. Ich habe solche Angst. Auch der hier. Dieses Genesungszentrum hat mir sehr gut getan. Mein Geist ist klar und rein. Ich bin jetzt ein vorbildlicher Bürger. Ist es einer dieser neuen Spielekonsolen? Ja. Dieser arme Kerl. Es scheint, dass die Wächter erbarmungslos sind, wenn man sich ihnen widersetzt. Genau das habe ich befürchtet. Sie haben ihn komplett ausgelöscht. Keine Gefühle mehr, kein Selbstbewusstsein, keine Erinnerung. Bitte, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Okay, da ist die Zelle. Die lassen wir zu. Mach zu! Mach doch zu! Boah, wie knapp, ey. Leben am Limit, Freunde. Gut gemacht, dass du den Wächter eingesperrt hast. Wir müssen uns unsere Macht zurückholen. Ja, dann steht er doch nicht so auf cool, Capone.
El Capone, ey. Für Arme wahrscheinlich. Aha, was du da gemacht hast, das war lustig. Gut. Haben wir das auch geklärt? Ja, ja, ist ja gut, ich seh's doch schon. Diese Tür, sie ist der einzige Weg nach. Sie ist der einzige Weg aus diesem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum dort drüben aus öffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Könnte man nicht hier theoretisch auch einfach das Fenster einschlagen? Diese Tür, sie ist der einzige Weg aus diesem Gefängnis. Ja. Okay. Ich dachte, du sagst irgendwas Neues. Er könnte uns hier rüberheben. Freunde, bitte. Ach komm, hör auf. Wirklich. Der macht doch den Zaun bis ganz oben, weißt du? Jetzt kommst du dir so ein bisschen doof vor, oder? Jetzt kommst du dir wirklich ein bisschen doof vor. Gerade hat er uns noch rübergeholfen. Jetzt. Weißt du? Ich verstehe schon. Genau. Das ist ja Blödsinn jetzt, wirklich. Das ist Blödsinn jetzt. Wir haben Glück, sie haben die Schlüssel in der Tür stecken lassen. Hab ich Stür gerade gesagt? Oh Gott, Alter. Oh mein Gott. Spring auf die Ladefläche des Lasters. Du sollst in der Lage sein, über den Zaun zu klettern und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Du könntest mich auch einfach drüber heben, Kollege. Wow! Wow! Oh Gott, wirklich, das ist ja wirklich dumm. Egal. Nicht schlimm, aber das ist natürlich. So, aber wir haben es geschafft, alles gut. Fahr um dein Leben! Der Scheiß aber auch eiskalt auf mich, wa? Haken schlagen wie geile Hasen. Oder sie scheißt auf mich. Wir werden es auf keinen Fall alle schaffen, wenn uns die Wächter auf den Fersen sind. Ich kann sie für eine Weile ablenken, aber du musst gehen. Im Manifest der Außenwelt da steht, wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Ich habe das geschrieben. Du gehörst jetzt zu uns. Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss, aber einer von uns muss es tun. Geh, jetzt! Ich behalte dich in meinen Erinnerungsspeicher, kleiner Außenwäldler. Nein! Oh Mann, ey. Das ist scheiße. Hier? Nee. Hä? War das nicht die Fahrerkabine? Das ist doch die Fahrerkabine. Wo muss ich denn?
Hab doch jetzt den Schlüssel bekommen oder muss ich komplett zurück erstmal? Ja, eigentlich nicht. Ich dachte, wir fahren jetzt mit der Uhren. Ah, hier. Erstmal die Batterie einsetzen. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das geht mit der geilen Mucke gerade. Es geht schon weiter los. Ah. Ich weiß, ich kann es halt schwer einschätzen, wie lange wir noch haben. Ein bisschen was müssen wir ja noch machen. Ist halt die Frage, ob das alles hier mit einem Happy End endet, oder? Wo sind wir denn jetzt? Hallo, wie kann ich dir helfen? Anscheinend gar nicht. Okay. Tja, Freunde, ich würde fast schon sagen, wir hören hier auf. Und dann gibt es wahrscheinlich beim nächsten Mal die finale Folge. Ja, ich glaube, so machen wir das. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Und ja, haut rein. Tschüss.